Die Adler sind ein Eishockey-Club, bei dem es nicht nur um Siege oder Niederlagen geht. Denn seit vielen Jahren zeigen die Adler auch deutlich Flagge in wohltätiger Hinsicht. Mit dem Verein Adler helfen Menschen. Der seit 2008 die Vesperkirche Mannheim unterstützt und seit letztem Jahr das Gleiche in Ludwigshafen tut. Zum Start der diesjährigen Aktion trafen sich Mitglieder beider Kirchen auf der Mitte der Rheinbrücke, die beide Städte verbindet. Einmal mehr werden bei der Vesperkirche Kinder aus Mannheim und Ludwigshafen in den Genuss eines warmen Mittagessens kommen. In vielen Familien ist das leider keine Selbstverständlichkeit. Wir haben es gerade in Bildern gesehen, das war der Auftakt der Vesperkirche 2013, die demnächst beginnt, genauer gesagt Anfang Dezember in Mannheim als auch in Ludwigshafen. Und zu diesem Thema ist der Adler-Geschäftsführer Matthias Binder bei uns zu Gast. Matthias, diese Vesperkirche, die wird ja in Mannheim schon seit 2008 durchgeführt, in Ludwigshafen seit dem vergangenen Jahr. Jetzt kann man natürlich sagen, ein Verein braucht so etwas, eine soziale Aktion, aber ich habe das ja die letzten Jahre auch verfolgt. Das ist ein Stück weit auch ans Herz gewachsen, diese Aktion, oder? Ja klar, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben ja 2008 den Verein Adler helfen Menschen gegründet, damit wir auch, sage ich mal, unserer gesellschaftlichen Rolle hier außer dem Profisport was zurückgeben können. Ich glaube, das gehört sich so. Dieser Rolle werden wir seit 2008 gerecht und haben seit 2008 auch die Kindervesperkirche in Mannheim initiiert, die jetzt Anfang Dezember wieder beginnt. Und die Kindervesperkirche in Ludwigshafen war jetzt das zweite Mal und die war fertig letzten Freitag. Und jetzt haben wir praktisch auf der Konrad-Adenauer-Brücke den Staffelstab übergeben und haben symbolisch da auch ein Brot geteilt, weil wir auf die Kinder- und Jugendarmut hier in den zwei Großstädten aufmerksam machen wollen. Wir haben das ja in den letzten Jahren auch gedreht. Du sprichst von Kinderarmut. Man kann sich das in Deutschland kaum vorstellen, aber es ist eine Tatsache, die, wenn man genauer hinter die Kulissen blickt, tatsächlich da ist und auch ein Stück weit wehtut, wenn man die Zahlen hört. Die Erfahrung habt, glaube ich, ihr auch gemacht. Ne? Ja, sie ist da und man darf nicht müde werden, den Finger in die Wunde zu legen. Natürlich ist es für die Städte und für die Kommunen ein ernstes Thema, auch kein schönes Thema, aber sie existiert nun mal mitten unter uns. Und sie wird doch oft verschwiegen oder an den Rand gedrängt oder sie wird überhaupt nicht sichtbar. Natürlich können wir mit unseren bescheidenen Mitteln nur immer einen Anstoß leisten. Aber was wir tun können, ist ein Netzwerk zu bilden, was wir die letzten 6 Jahre auch getan haben, rund um die evangelische Jugendkirche. Und da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass da unsere Partner mit eingesprungen sind und was wir da eigentlich alles erreicht haben auf diesem Sektor. Kannst du ein bisschen schildern, wie das dann läuft, dieses Netzwerk? Wir haben ja Ende des Jahres immer rund um die Weihnachtszeit diese Vesperkirche. Ich weiß, dass Udo Scholz im Sommer auch so ein Jugendcamp abhält, wo die Kinder auch etwas zu essen kriegen. Was gibt es darüber hinaus noch für Aktivitäten? Ja, wie gesagt, es hat sich 2008 entwickelt. Daraus ist mittlerweile wirklich ein Netzwerk geworden. Es geht mehr als um 2 Wochen warmes Essen für die Kinder. Es geht darum, dass die Helene-Lange-Schule, das sind ältere Schüler, die Jungen bedienen, da auch wieder Generationen in Kontakt kommen, dass überhaupt, sage ich mal, ein ärmeres Klientel mit einem vermögenden Klientel zusammenkommen, was ja im normalen Leben völlig getrennte Wege geht, dass man Wertigkeiten erkennt zwischen älteren und jüngeren Schülern, dass man zusammen bastelt, sich Geschichten erzählt, einfach sich Zeit nimmt für diese Kinder. Und daraus hat sich auch ein permanenter Mittwochstisch entwickelt und daraus wieder haben sich Jugendfreizeiten entwickelt, die wir auch unterstützen. Und so kommt dieses Netzwerk seit 6 Jahren stetig voran. Wie schwer war es, die Adler-Sponsoren, die ja mit im Boot sind, wie du gerade gesagt hast, da mit hineinzubringen? War das eine einfache Geschichte, zu sagen, mach doch mit uns? Ja, eigentlich sehr, weil ich denke, es ist auch die Zukunft, dass man sich, wenn man im Profisport aktiv ist, dass man sich ein anderes Standbein suchen muss, ein gesellschaftliches Standbein. Und es wird genauso honoriert. Und das Gute darin ist, es ist sportlich unabhängig, ob man gerade 3-mal verloren hat oder nicht. Und es bleibt auch in der Erinnerung der Menschen. Und ich merke es dieses Jahr, ich habe noch nie so viele Zuschriften von Kunden, von Partnern von uns und mittelständischen Unternehmen bekommen, die mich angeschrieben haben, angerufen haben und gesagt, sie finden das toll, was wir seit 6 Jahren mit Adler helfen Menschen machen. Sie verzichten gerne auf Weihnachtsgeschenke für ihre Mitarbeiter und würden uns gerne einen Betrag X zur Verfügung stellen. Das zeigt, dass das angenommen wird, respektiert wird und ist für uns natürlich auch eine Verantwortung, mit dem Geld Sinnvolles zu tun. Wir waren ja schon mit Kameras dabei, als auch die Spieler dann gerade zu dieser Vesperkirche gegangen sind. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, manche der Jungs waren dann schon ein bisschen erschrocken, als sie gehört haben, dass manches Kind morgens gerade mal 1 Euro in die Hand gedrückt, Hand bekommt, um da den ganzen Tag das Essen zu besorgen von Eltern, die eben nicht so vermögend sind. Hast du auch das Gefühl, das nimmt die Spieler
Spieler dann doch ein bisschen mit, abseits vom Trainingsalltag? Das ist auf jeden Fall so. Deswegen halten wir die Spieler auch immer wieder an, dass nach dem Training 2, 3 so turnusmäßig die Kinder Vesperkirche besuchen, mit den Kindern sprechen. Das sind ja Idole für manche. Die Adlermann haben sie ja schon im Begriff. Und dann erleben auch die Spieler, was sie eigentlich für eine privilegierte Stellung in ihrem Beruf haben, dass sie gesund sind, dass sie aus dem, sage ich mal, in Anführungszeichen normalen Elternhaus kommen, wo wirklich die Kontakte da waren, und die schätzen das sehr, und dann geht man doch sehr geerdet manchmal wieder nach Hause. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Kinder sehr glücklich sind, wenn die Spieler auftauchen, so wie du sagst. Manche haben vielleicht mit Eishockey gar nichts am Hut, aber sie merken ja auch, die Kleinen, da wird was für sie getan. Die spüren das, glaube ich, auch. Ne? So war mein Empfinden zumindest, ja, als ich dabei war. Das sind ganz tolle Begegnungen in der Kirche, die hatte ich auch selber. Da werden zum Beispiel Weihnachtskerzen gemacht, da muss man sich ewig anstellen. Da haben Kinder sich immer angestellt, damit sie zum ersten Mal ein Weihnachtsgeschenk auch hatten für ihre Eltern. Das ist uns in unserem Horizont manchmal gar nicht verankert, dass es solche Kinder gibt. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man auf die Problematik aufmerksam macht und versucht, wie gesagt, Geld ist eins zu geben, aber man muss versuchen, ein Netzwerk zu initiieren, damit man diesen Kindern weiterhelfen kann. Ich weiß, dass man so etwas nicht messen kann, aber hast du das Gefühl, dass das auch so in der Bevölkerung und im Umfeld der Adler wahrgenommen wird, dass ihr diese Aktionen macht, dass Sponsoren dabei sind, dass die Spieler auch dorthin gehen, oder fliegt das so an den Fans und dem Rest, der sich für die Adler interessiert, vorbei? Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Das, was du gesagt hast, stimmt genau. Das wird sowohl von unseren Partnern sehr honoriert. Ich habe eben Beispiele genannt, dass sie auf Weihnachtsgeschenke verzichten, uns das Geld zur Verfügung, aber auch bei unseren Fans. Ich kann nur erinnern an das Spiel der Leuchtenden Herzen, was jetzt wieder am 22.12. stattfindet. Die sind da Feuer und Flamme, das Ganze zu organisieren. Die lassen sich auch von uns hin und wieder Merchandising-Artikel geben, machen Eigeninitiativen auf Weihnachtsmärkten, sammeln aus Glühweinverkäufen für unseren e.V. Und das zeigt doch, dass sie sehr verbunden sind, nicht nur mit unserem Profisport, sondern auch, dass ihr Club sich karitativ engagiert. Matthias, du hast gerade eine Veranstaltung angesprochen, wie alle Jahre wieder. Kurz vor Weihnachten gibt es das Spiel der blinkenden Herzen. Das ist ja immer eine tolle Angelegenheit. Meist sogar ausverkauft, die Arena glücklicherweise. Was macht er darüber hinaus noch? Es gibt, glaube ich, wieder ein Dinner dieses Jahr. Ja, genau. Am 11. Dezember machen wir das Dinner der Herzen, wo die Spieler wieder in eine andere Rolle schlüpfen. Und zwar bedienen sie die Gäste, und dann wird der beste Kellner wieder prämiert und einige Geschichten noch an diesem Abend. Also es ist immer ein ganz toller Event. Den machen wir jetzt auch schon zum 4. Mal. Und der war dieses Jahr innerhalb von 2 Tagen ausverkauft. Und das sind lauter so Aktionen, die sich mittlerweile verselbstständigt haben bei uns. Aber wir nehmen es nicht für selbstständig, sondern das ist für viele Beteiligte auch viel Arbeit, was die ganzen Mitarbeiter praktisch neben ihrer normalen Arbeitszeit mitbegleiten, und das macht uns doch stolz. Ich glaube, die Mannschaft hat immer ihren Spaß, gerade bei dem Dinner, weil die nehmen es ja immer sportlich. Ne? War das nicht so, wer das meiste Trinkgeld kriegt, ist der Sieger des Abends? Ja, da gibt es die tollsten Dinge, von Rotwein verschütten bis klitschnasses Hemd. Für die es wirklich ganz ernst nehmen, die laufen dann für jeden Löffel extra, um sich ein bisschen Pluspunkte zu sammeln bei ihrem Region, wo sie bedienen. Also das ist ein toller Abend immer. Kann ich nur empfehlen. Wir werden ja wieder mit der Kamera dabei sein. Matthias, wenn du schon da bist, müssen wir natürlich ein Stück weit auch über das Sportliche sprechen. Wir laufen auf das Ende des Jahres 2013 zu. Die letzte Saison war vielleicht mit das unglücklichste Ende, schlimmste Ende, was man in vielen, vielen Jahren erlebt hat, wenn du als Erster in die Playoffs gehst und dann früh ausscheidest. Darüber will ich gar nicht reden, aber wir sind jetzt immer in der Position 2 bis 3, 4, meist auf 2. Die Runde bislang aus deiner Sicht optimal gelaufen, gut gelaufen oder einigermaßen gelaufen? Kannst ein Kreuzchen machen? Hätte also vielleicht noch eine Option geben sollen. Also ne? Optimal ist eine Saison nie. Und ich denke, wir können sehr zufrieden sein. Wir stehen im Moment auf dem 2. Tabellenplatz. Natürlich waren da auch Spiele dabei, aber das ist ganz normal bei 52 Vorrundenspiele, die man mal schlecht spielt und verliert und die man mal schlecht spielt, aber gewinnt. Aber so war das schon immer im Eishockey. Und ich denke, generell kann man doch mit dem Gezeigten, gerade auch in der SAP-Arena bisher, zufrieden sein, dass da, wie gesagt, Spiele dabei waren, die spielerisch kein Augenschmaus waren, aber trotzdem gewonnen worden ist. Und das ist ja, ich denke, immer noch das Ziel einer Sportart, dass man gewinnt. Können wir ganz zufrieden sein mit dem Zuschauerschnitt allemal. Aber es ist kein Grund, sich zurückzulehnen.
Du hast angesprochen, ein erster Platz nach der Vorrunde oder ein zweiter ist noch keine Garantie, auch ins Halbfinale oder noch weiterzukommen. Man muss sich ständig während der Saison verbessern. Matthias, ich möchte einen Punkt ansprechen, weil es mir seit Jahren auffällt. Es ist immer wieder ein heiß diskutiertes Thema unter Kollegen, sicherlich bisweilen auch mit euch. Ich habe mittlerweile das Gefühl, da ist so eine latente Unzufriedenheit rund um das Mannheimer Eishockey. Man kann es verstehen, wenn ein Ende... wenn eine Saison so zu Ende geht wie im letzten Jahr. Aber selbst wenn hier meinetwegen von 10 Heimspielen 5 gut sind, 3 einigermaßen, aber es wird gewonnen, ist immer sofort alles schlecht in Mannheim. Woanders ist alles viel, viel besser. Woanders sind die besseren Trainer. Ist das ein Virus, der das Mannheimer Eishockey befallen hat? Ich rede nicht von jedem Zuschauer, aber es gibt immer wieder Kreise, wo du ständig Kritik hörst. Empfindest du das genauso oder zum Teil so? Ja, es prasselt schon, sage ich mal, für das... Ich mache es jetzt mal nicht nur am Tabellenplatz abhängig für das, was wir hier, denke ich, bieten im Mannheimer Eishockey, schon überproportional viel Kritik auf uns ein. Aber der stellen wir uns seit Jahren und wir lassen uns einfach auch durch diese Kritik nicht von unserem Weg abbringen, wo ich der Meinung oder wir der Meinung sind, dass der so verkehrt nicht ist. Wenn man mal ein bisschen den Horizont erweitert, mal in andere Hallen geht, in andere Stadien geht, andere Mannschaften sieht, brauchen wir uns mit unserem Produkt, denke ich, in Mannheim hier nicht zu verstecken. Uns fehlt vielleicht die nächste Meisterschaft, um ein bisschen wieder Ruhe einkehren zu lassen. Wir reden ja jetzt auch schon fast 7 Jahre, die letzte ist 2007 zurück. Wäre das vielleicht ein Punkt, wo dann ständig alle Nördler zufrieden wären? Ja, die Meisterschaft ist in jeder Sportart das große Ziel. Aber wenn es so einfach wäre, dann will ja jeder, aber es ist einfach nicht so leicht zu erreichen. Wir waren vor 2 Jahren eigentlich gefühlt, waren wir Meister, am Schluss nicht. Und wir versuchen es jedes Jahr aufs Neue. Und letztes Jahr mehr als Erster in der Vorrunde kann man nicht sein. Also muss man sagen, wir haben eine tolle Vorrunde gespielt. Was danach kam, hast du beschrieben. Und dieses Jahr versuchen wir es einfach auf ein Neues. Bisher stehen wir mit einem Punkteschnitt von mehr als 2 Punkten pro Spiel recht gut da. Unser Ziel muss es sein, uns bis zu den Playoffs spielerisch zu steigern, kontinuierlich. Und dann, wenn es zählt, da zu sein, im Gegensatz zum letzten Jahr. Zum letzten Jahr. Matthias, es wird ja immer wieder gesagt, diese Liga, das Schöne ist, sie ist so ausgeglichen. Mag sein, jeder kann jeden schlagen, jeder muss immer alles geben, sonst verlierst du eben auch Spiele gegen einen Tabellenletzten wie Düsseldorf mal zu Hause. Und das hat Köln verloren, das haben andere verloren, Nürnberg hat verloren zu Hause gegen Düsseldorf. Aber ist dabei nicht auch eine große Gefahr, dass alles ein Stück weit auch verwässert wird, wenn alle auf der gleichen Level spielen? Du hast halt nicht mehr die absoluten Top-Teams, wie man sie in den 80er Jahren hatte, wo halt 3 vorneweg marschiert sind, oder im Fußball, wo es momentan auch nur noch 3 oder 4 sind und der Rest feiert dann aber Erfolge gegen diese Mannschaften. Bist du nach wie vor der Meinung, dass eine ausgeglichene Liga, wie sie ja die DEL größtenteils ist, eine gute Sache ist? Ich sehe das so, ja. Im Gegensatz zum Handball, wo, sage ich mal, doch die Kluft wesentlich größer ist, dass die unteren kaum die oberen 4 schlagen können, finde ich das also sehr spannend. Warum kommt der Zuschauer in die Halle? Wenn er vorher weiß, dass die ersten 4 die letzten 4 permanent schlagen, würde ja der Sport den Reiz verlieren. Und ich finde, eine ausgeglichene DEL finde ich spektakulär und alles andere als langweilig. Gut, dann wollen wir es an der Stelle belassen. Wir laufen ja Richtung Weihnachten, freuen uns alle drauf. Der Eishockey-Betrieb geht ja knallhart weiter zwischen den Jahren. Weihnachtswunsch von Matthias Binder, Geschäftsführer der Adler. Dass wir uns verbessern und dass wir zumindest da stehen bleiben nach der Vorrunde, wo wir jetzt sind. Oder vielleicht den einen Platz noch hochkrabbeln können. Und dann, wenn es zählt, dass wir dieses Jahr da sind. Das hoffe ich auch. Danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Bitte schön.